Willkommen zurück. Heute gibt es noch ein paar GT3 Events. Mal schauen, was ich da diesmal mache. Silverstone Tour Events. Fünf Rennen. Ich denke, mache ich mal die Silverstone Tag- und Nacht-Tour. Silverstone bin ich bis jetzt selten gefahren. Sieht man auch hier, noch keine Ideallinie oder Strecken gemeistert. Das ist die kurze Rennstrecke von Silverstone. Nimm die Canyons mit Schwung und überhol auf der Curve Street. Dann geht alles klar. Sechs Kurven. Ziemlich einfache Strecke. Muss ich nur mal sehen, ob ich wieder mithalten kann mit den Audis. Die ja doch bessere Beschleunigung haben, etwas als mein Porsche. Sieht etwas davon. Noch an den Abstandszeiten. Jetzt komme ich gleich ran. 6 Zehntel Rückstand. Aber Windschatten reicht nicht aus bis jetzt. Kann ich nur später auf der Bremse sein, um ein bisschen ranzukommen und innen zu fahren. Jetzt. Idealien ist schon mal Meister nach zwei Kurven. Oh, hängt noch ziemlich nah dran. Muss ich erstmal ein bisschen Abstand rausfahren, kann ich ja auch verzeiht. Was die übernächste Kurve ist, die letzte, die ich noch meistern muss. Auch gemeistert. Nächste Strecke absolviert. Die auch noch nicht gefahren. 11 Kurven. Die erste Kurve, die musste schon mal weit nach außen fahren, um die zu meistern. Aber auch ziemlich enge Kurven, ja.
Aber die hängt schon wieder hinten dran. Versucht sie noch anzugreifen. Das ist wenigstens gut, dass man gleich von der Position startet, wo man es dran beendet hat. Dass man nicht gleich wieder von ganz hinten vorfahren muss. Oder aus dem hinteren Mittelwurf. Ach, sieh an. Eine Kurve nur noch. Die Ideallinie. Komische Zickzack-Kurve, ja. Aber auch ein Häuser. Wir haben jetzt Z4 jetzt hinterher. Tja, die Karte macht so wie Meister, das war ganz gut. Jetzt Zeit rausfahren, vorletzte Runde. Auch Ideallinie vorne ist zwar schon nicht ganz unwichtig, aber man sollte sich nicht zu sehr darauf konzentrieren. Das war meiste Zeit langsamer. Zumindest nicht ganz genau fahren. Schon die ganzen Pins irgendwie gibt. Auch schon ein paar Hütchen um. Zeppelin, wo dran steckt, sieht man auch gar nicht mehr. Das war ja wie in der letzten Folge mit dem Luftballon, Heißluftballon und dem Flugzeug. Sekunden jetzt rausgefahren, das ist schon ordentlich. Zwei Zehntel schneller an der Rundenzeit. Jetzt nochmal Endspurt. Das ist ein Lehrer. Du bist richtig gut gefahren, Mann. Genauso muss das aussehen. 17. nochmal schneller gewesen.
Grand Prix-Strecke auch noch nicht gefahren. 13 Kurven. Letzte Strecke in der Nacht. Auch schön anzusehen. Die mit der langen Geraden, da könnten die da uns nochmal rankommen. Vielleicht die einzige Stelle, wo sie rankommen könnten. Kurven bin ich meistens besser. Jetzt schon fast 2 Sekunden Vorsprung. Fast alle Kurven in einer Runde gemeistert. Wird die erste Kurve ja beim ersten Versuch, wie ich schon. War jetzt. Einzige Kurven, die etwas verbuggt sind, ist auf Bernau. 2 Stück. Wo ich trotz Ideallinie die immer nicht meistere. Da müsste irgendwie ein bisschen daneben fahren, bis die Meister passt. Habe ich mich damals auf PS3 ewig rumgemacht, die Trophäe zu kriegen. Oder sie haben die Ideallinie nicht richtig gezeichnet, wo man langfahren soll. Dass man dann selber herausfinden muss, wo es liegt. Komma 2 Sekunden schneller gewesen. Letzte Runde kann man nicht ablegen. 4,7 Sekunden Vorsprung.
Nochmal 1,3 Sekunden verbessert. Das Automatikgetriebe, was das immer runterschaltet, dass du mitten im Begrenzer bist. Du kannst auch gleich in die Gänge. Genauso muss das aussehen. 1,2 Sekunden noch mal schneller gewesen. So, was haben wir denn noch? Das war die Tour. Bräuchte man noch ein Event? Ja, das wird ansonsten zu lange dauern, wenn ich jetzt die drei noch fahre. Ich würde sagen, fahre ich die erstmal so fertig. Dann machen wir die 4 GT3 Meisterschaft in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Wiederschauen. Reingehauen.